Hallihallo meine Lieben und grüß willkommen Gott. Zu einem neuen Video. Ja, wir werden jetzt einmal um die Insel laufen und das Video endet erst, wenn wir genau exakt wieder an dieser Stelle stehen. Richtig. Stimmt's? Und können wir ganz kurz mal unsere Mikros zeigen? Sind die nicht geil? Das sind unsere Handys eingewickelt. Achso, hier rein muss ich sprechen, ne? Unsere Handys eingewickelt in Stoffservietten. Es ist so hartwindig. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wir haben ein paar Tests gemacht und okay, wir müssen starten. Wir müssen starten. Okay, ja, Raffi ist an der Kamera. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt, ne? Das ist übrigens unser Häuschen hier. Und ja. Wir gehen einmal jetzt komplett hier rum. Oh nee, jetzt sind meine Fragen weg. Ich bin irgendwie auf Audio gekommen. Okay, dann starte ich mit der ersten Frage. Wie lange braucht man, um einmal um die komplette Insel zu gehen? Das ich will hier runterrutschen. Das ist eine schöne erste Frage. Ich bin ehrlich gesagt noch keinmal komplett um die Insel gelaufen. Du? Boah, ja, ich würde sagen 15 bis 20 Minuten. Ui, okay, dann wird das ein langes Video, weil wir gehen gerade relativ langsam. Es sind 2,2 Kilometer einmal drum, meinte die. Wie bitte? Mhm. Das ist nicht dein Ernst. Ich kann da jetzt kein Stundenvideo hier hochladen. Ja, ist doch jetzt egal. Wird doch okay. Unterhaltsam. Wir haben ja auch einige Fragen. Ja, dann du musst jetzt die Fragenleiter vorlesen, ach so, ich weil muss vorlesen. Meine sind weg. Okay, wie viel Grad haben wir gerade bei euch? Oh, das ist eine gute Frage. Also eben hatten wir, glaube ich, 29 Grad. Der Ton wird so heftig reinscheißen. Echt wirklich auch Props an Onkel Raffi, der die ganze Zeit rückwärts geht. Und der eh schon einen krassen Sonnenbrand hat. Ja, ich glaube, der wird gleich aussehen wie ein Krebs. 31 Grad, würde ich sagen, ne? Ja, immer so zwischen 29 und 31. Ganz kurz, Raffi, geht das? Funktioniert das alles so mit Licht und so? Licht ist soweit in Ordnung. Okay. Ich glaube, es ist unser professionellstes Video, oder? Das ist schon geil. Wir haben auf jeden Fall beide ein Mikro. Okay. Boah, wir müssen gleich mal hier zeigen, wo wir mal zu Abend essen. Okay, warte, wenn wir so langsam gehen, dann brauchen wir wirklich eine Stunde. Okay, warte, dann liest die nächste Frage vor. Wer hat dir als letztes eine Freude bereitet, Bianca? Oh, das passt sogar, dass wir jetzt gerade hier vorbeigehen. Du darfst gerne mal rüberschwenken. Das ist nämlich das Restaurant, wo wir manchmal... Bianca hat sich hingemault. Wo wir manchmal, dankeschön, zu Abend essen und wo es immer Frühstück gibt. Dann sind diese Vorhänge, die jetzt alle unten sind, die sind dann alle auf. Da hat man einen wunderschönen Blick aufs Meer. Und der Kellner aus diesem Restaurant hat mir die letzte Freude gemacht. Der hat nämlich heute zum Abschied unseren Tisch wunderschön mit Blumen dekoriert. Ne? So ein netter Typ. Ja. Nächste Frage, Bianca. Auf was freut ihr euch am meisten in Deutschland? Ich glaube, wir gehen echt blöd, oder? Warum? Es ist ein bisschen durcheinander, deswegen. Auf was freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten in Deutschland auf meine Familie, glaube ich. Und auf unser Haus. Ich liebe es, wenn ich lange weg war und dann sind wir wieder zu Hause im Haus. Ich liebe das so sehr. Ja, und vor allem auch, dass Leo und Emmy ihre Freunde wiedersehen und wir uns wieder verabreden können. Ja. Ja. Und was, auf was freut ihr euch am wenigsten, möchte jemand wissen? Ja, auf das Wetter natürlich. Wetter, ne? Es ist schon was Schönes hier, die Sonne und die 31. Obwohl es eben ist, es regnet hier teilweise richtig krank. So Regen gibt es in Deutschland nicht, muss man dazu sagen, aber ist verkraftbar. Ja. Okay, nächste Frage. Wie alt wart ihr euch, als ihr euch kennengelernt habt? Das ist ja lab. Haben wir schon eine Milliarde Mal beantwortet, ne? Ja, okay, warte, wie alt? Da waren wir in der 5. Klasse. Okay, kennengelernt, ja, stimmt, aber... Ja. Wie alt ist man denn in der 5. Klasse? 11. Onkel Raffi wird jetzt gleich hardcore gegen die Brücke laufen. Boah, sieht bestimmt so dämlich aus, dass ich die ganze Zeit so ein Servietten-Handy an meinen Kopf halte. Ist doch egal. Okay. Ja, also 11 das erste Mal und mit 15 hat es dann da geknistert, würde ich sagen, nicht wahr? Ja. Cola oder Fanta? 3, 2, 1, Fanta. Boah, ich stehe gar nicht mehr auf Cola. Guck mal, warte, hier ist auch ein schöner Spot und zwar hier kommen immer die Wasserflippe. Jetzt ist er runtergefallen. Da oh, das ist ein Krebs, das ist ein Krebs. Aua! Julia, was ist denn hier los? Oh, oh der war mal schnell. Ja. Auf jeden Fall kommen hier immer die Wasserflugzeuge an. Hier landet man und dann wird man hier in Empfang genommen, nicht? So. Hallo. Warte, das ist so ein wildes Video. Wir müssen ein wenig schneller gehen. Okay, also. Ich will auf der rechten Seite gehen. Ja, okay. Ja, hast nächste du noch eine Frage? Ja, ich habe noch einige Fragen. Oh, ich glaube, wir müssen uns wirklich beeilen. Wir müssen uns haben echt befreien. Beeilen. Könntet ihr euch vorstellen, ganz alleine Urlaub zu machen? Also wirklich, ich weiß nicht, was er damit meint. Also du meinst, dass ich jetzt alleine auf die Malediven zum Beispiel fliege, ohne jeden... Ohne Kinder auch so? Boah, schwierig. Also, ehrlich gesagt, nicht. Ich glaube, mir vielleicht würde die mal so ein Zwei-Tagestrip, ja, ne? Okay, also mal zwei Tage für sich alleine zu haben, ist was anderes natürlich. Ach so, jetzt auch wirklich ohne den Partner dann? Ja. Okay, das also ist gar nicht mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Also muss ich wirklich gar nicht haben.
Mir reicht ja mal 2 Stunden ohne dich. Ohne mich? Ah ja. Ah ja. Und jetzt sind hier auch so Leute draußen. Wer entschuldigt sich, Vorsicht, wer entschuldigt sich beim Streit bei dem anderen? Nach dem Streit, wollte ich sagen. Ich? Ja, ich bin ja drauf wohl an. Also, ey, vorgestern beim Essen habe ich gesagt, Bibi, es tut mir leid, vor allem, ich habe eben überreagiert. Ja, stimmt oder habe ich recht? War auch sehr selten. Nadine kam direkt zu mir und meinte, oh, das hat ihn aber wirklich viel Überwindung gekostet. Bianca, reinigst du regelmäßig deinen Bauchnabel? Bah! Das ist nicht ernsthaft jetzt die Frage, oder? Guck mal, wie die mir einen Korb gibt hier mit der Hand. Ja, nein. Will jemand wissen? Reinigt man so einen Bauchnabel? Onkel Raffi, reinigst du deinen Bauchnabel? Na klar. Nein, nicht zeigen! Also ich habe ja in der zweiten Schwangerschaft einen Nabelbruch gehabt und seitdem habe ich nicht wirklich meinen Bauchnabel. Also reinigst du den Nabel oder nicht? Also ja, eigentlich schon. Boah, warte, mein Windschutz fliegt also ab. Ich muss ehrlich sagen, ich dusche mich echt gut und auch regelmäßig, aber so intensive Bauchnabelpflege nehme ich eigentlich nicht vor, muss ich zugeben. Das ist ja widerlich, würde ich sagen. Boah, ich bin so gespannt, ob das mit dem Turm klappt. Ernsthaft jetzt. Ich möchte jetzt am Wasser entlang gehen, das finde ich schöner. Boah, man sieht die ganze Zeit nicht mein Gesicht. Warte, ich muss mir einen Zopf machen. Halt mal meinen Ton fest. Okay. Gibt es einen neuen Teil von Verstecken im Haus? Boah. Nein, gibt es aktuell noch nicht, aber ich hätte richtig Bock. Hättest du Bock, Onkel Raffi? Wir verstecken uns. Junge, der Ton. Bianca, wir müssen irgendwo anders hingehen. Wir sind hier im Windspot. Okay, warte. Guck mal, wenn du so. Guck mal, wie lange brauchen wir, um einmal um die Insel zu gehen? Bianca steht. Warte. Oh Mann, ist mir jetzt egal, wie der Zopf aussieht. Man sieht die ganze Zeit mein Gesicht nicht. Also, okay. Haben wir schon eine neue Frage? Das letzte Geschenk, was du dem anderen gemacht hast. Ich bin sehr gespannt. Weißt du was? Es hätte viel mehr Sinn gemacht, wenn wir andersrum gelaufen wären. Dann wären wir die ganze Zeit von sind der Sonne die ganze Zeit gegen das Licht? Ja, ich glaube schon. Aber auf der anderen Seite sind wir dann mit dem Licht, oder? Ja, das wird kein Unterschied. Okay, ja, stimmt. Das ist ja eine Insel, Bianca, die ist rund. Entschuldigung. Okay. Letzte Geschenk, was du mir gemacht hast. Ich dir? Also ich weiß es auf jeden Fall. Ich habe dich vor 3-4 Tagen in einer Massage überrascht. Oh ja, das war also sehr schön. Also ich habe mich selber massiert, aber ich habe eine Massage gebucht und das war eine Überraschung. Also das war ein Geschenk. Das stimmt. Geschenken Gaul, guck mal nicht ins Maul. Boah, ich kann mich nicht daran erinnern, was ich dir das letzte Mal geschenkt habe. Oh, so romantisch. Ich weiß es nicht. Du weißt es wirklich nicht? Nee. Weißt du irgendwas? Wird mir jetzt auf Anhieb auch nichts einfallen, aber das würde mir Gedanken machen. Boah, wir kommen gleich in einem Spot vorbei, wo es so schöne Muscheln gibt. Zeigen wir euch gleich mal. Sind wir eigentlich zu nah oder ist das gut? Nee, alles gut. Okay. Bianca, gibt's ja eine Black Week bald wieder geile Rabattcodes? Aber sowas von, Leute. Da habe ich wirklich sehr geile Sachen für euch. Wir haben jetzt schon so einen Überblick und eine Liste und es wird so geile Codes geben. Ja. Also, Shopping-Power voraus. Wann wird euer Haus in Spanien fertig? Boah, Leute, ich habe vor ein paar Tagen noch dem Architekten eine E-Mail geschrieben und er kann es leider immer noch nicht genau sagen. Ja. Es ist ja alles ein bisschen verzögert wegen der aktuellen Situation. Es gibt wohl ein paar Lieferproblematiken, deswegen wissen wir es leider noch nicht. Aber ich hoffe ganz, ganz, ganz bald. Also wir kriegen immer so Update-Fotos und da sieht es schon wirklich das fast ist aber alles, aus, alles ne? möglich gerade, ne? Guckst du mal, ob du noch aufnimmst? Ja, warte. Weil du hältst das Handy die ganze Zeit. Ja. Okay, also. Baby nimmt noch auf. Meine Aufnahme ist aktuell also 10,5 Minuten lang. Es kann theoretisch sein, dass es noch dieses Jahr fertig wird, ne? Ja. Aber vielleicht auch länger, man weiß es nicht. Man weiß es leider nicht. Boah, müssen wir jetzt diesen riesen Schwenker gehen oder können wir so eine kleine ja, Abkürzung wir können, machen? Wir können eine kleine Abkürzung machen. Okay. Bist du schon mal Motorrad gefahren? Boah, Motorrad richtig? Nee. Nee? Nee. Nee. Also Roller halt, ne? Aber ich bin, glaube ich, sogar noch nicht mal bei jemandem auf dem Motorrad mitgefahren. Ich habe irgendwie so Angst davor. Wir hatten aber früher mal unseren eigenen Roller. Weißt du, wie der hieß? Porsche. Porsche. Der war so cool. Der ist so ungefähr 10 km/h gefahren. Nein, der war schneller, 30 km/h, aber er war so geil. Damit sind wir mal diese illegalen Pfade dann gefahren da. Ja, stimmt, am Feld lang und so. Ne? Da waren wir noch ganz kriminell unterwegs. Hä, krass, da ist ein Spot, wo Yachten und Boote anhalten können. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas hier auf der Insel gibt. Ja. Das ist ja mega geil. Hier waren wir jetzt noch nicht unterwegs, würde ich mal behaupten. Aber oh nein, das Handy hängt, ich kann nicht mehr hoch. Egal, ein paar Fragen kann ich noch sehen. Okay. Okay, ganz spannend. Ihr habt ein Essen mit 3 Promis. Ja. Egal, ob verstorben oder lebendig. Es wäre alles möglich für diesen Tag. Oha, krass. Mit welchen Promis würdest du gerne mal zu Abend essen? Boah, das finde ich so... Also, ich weiß krank, auf jeden ne? Fall... Boah, der Wind hat aufgehört. Oh, krass. Guter Ton. Das ist, glaube ich, die windstillste Stelle auf der ganzen Insel, oder? Und wieder bleibt sie stehen. Ja, okay, wir laufen weiter. Sorry. Also ich würde auf jeden Fall... An meinem Tisch würde Justin Bieber sitzen. Mhm. Und die Tatsache, dass man halt auch
praktisch verstorbene Promis. Ja, das gibt einem schon die Möglichkeit, man muss jetzt... Dann würde man halt gerne irgendwie, ich weiß nicht, da würde mir bestimmt auch was bringen. Und Michael Jackson fand ich immer sehr, sehr cool. Also, den würde ich auch gut einladen zu dem Dinner. Boah, es gibt so viele Menschen, ich kann mich nicht entscheiden, aber ich hätte auch ehrlich, Michael Jackson gesagt. Und dann würde ich einfach meine Chance nutzen und Jeff Bezos oder Warren Buffett einladen. Geil. Das sind ja auch Promis irgendwo, ein bisschen, ne? Business Talk bisschen halten. Business, Business. Raffi, ich will echt nichts sagen, aber ich glaube, du bist schon doppelt so rot wie vor dem Start des Videos. Wir können doch jetzt andersrum gehen. Wir sind immer noch gegen das Licht, fällt mir auf. Ja, aber jetzt gleich eigentlich nicht mehr, ne? Also. Boah, guck mal hier, wirklich. Lass uns mal so rumdrehen. Komm, jetzt gehen wir mal rückwärts, ja. Bianca. Ja. So, Bianca, nächste Frage. Oh, wer würde von uns beiden eher mit Social Media aufhören? Von uns beiden? Ja. Wahrscheinlich eher ich. Wahrscheinlich schon, ja. Jetzt sieht es ziemlich blöd aus, ne? Wie wir so rückwärts gehen. Sieht sehr schön aus. Ja, sagst du? Warte, schon ein bisschen weiter unten. Wahrscheinlich hört man Raffis Ton. Achso, doch, eigentlich schon. Boah, hier ist es ja viel, viel, viel windstiller als bei uns auf der Seite, ne? Ja. Ich glaube, ich habe vergessen, mich einzukriegen. Echt jetzt? Ja. Ich habe eine sehr geile Frage. Da habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Ja. Habt ihr die Frau gefunden, die auf Julians Boxershorts waren? Erinnerst du dich noch? Für alle, die ganz gerade gar nicht grob wissen, was abgeht. Wir haben mal ein Video gedreht. Stimmt, da haben wir alles so personalisieren lassen, ne? Mit genau Fotos. Und dann kamen Boxershorts an. Und da sollten eigentlich so Fotos von meinem Gesicht drauf sein. Und das war einfach von einer anderen Frau. Ey, das heißt aber auch im Umkehrschluss. Irgendjemand hat jetzt Boxershorts mit meiner Fresse drauf. Das ist echt richtig unangenehm. Das ist verstörend, ja. Boah, Leute, das Boah, das ist auch cool. Komm, wir gehen einfach mal so. Und jetzt können wir trotzdem reden, weil wir Ach, so Tontechniker sind. Ja, cool. Warte, nächste Frage. Ja, ach so, wir haben die Fragen noch nicht beantwortet. Nee. Nein, haben wir leider noch nicht gefunden. Guck mal, da läuft ein Gecko. Hm? Siehst du? Ja. Das ist ein kleiner. Boah, es ist so schön hier, Julian. Jeder müsste sich innerhalb der nächsten 10 Sekunden für ein Tattoo und einen Ort des Tattoos entscheiden. Okay, ganz einfach. Ich würde die Anfangsbuchstaben von meinen Kindern nehmen. Ich würde auch was mit den Kindern machen. Und dann würde ich das wahrscheinlich irgendwo an meinen Unterarm machen. Boah, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich fände es hier ziemlich cool. Wo? Hier so ja, das finde ich bei Männern auch ganz ich weiß, cool. Ich weiß, ich hatte das ja mal so aus Spaß. Oder ne? Ich finde hier auf der Schulter, finde ich es auch ganz geil eigentlich. Oh, können wir bitte durchs Wasser gehen? Ja, klar. Was ist denn mit uns los, Bruder? Aber würdest du dir ein Tattoo machen? Ja, es geht ja darum, dass ich es müsste. Also ja, aber aktuell würdest nicht, du dir eins machen? Ich bin halt eher so der Typ, ganz oder gar nicht. Und ich glaube, wenn ich jetzt... Boah, ich glaube, ich würde mir die ganzen Arme pervers voll tätowieren lassen. Echt? Da gäbe es jetzt gar keine Option Boah, Leute, für mich. Schreibt mal bitte in die Kommentare, würde dem Julian da stehen, wenn er sich die ganzen Arme tätowieren lässt? Ich glaube nicht. Ich glaube da... Ja, ich weiß nicht. Obwohl... Wieso habe ich eigentlich keine Sonnenbrille an? Du hast keine angezogen. Willst Warum du meine haben? Warum hat mir keiner gesagt, dass ich eine Sonnenbrille Willst mitnehmen meine haben? Nein, Quatsch. Okay, das habe ich gehofft, dass du das Boah, sagst. Boah, das ist so schön hier. Boah, was Boah, gleich, WhatsApp hängt? Ich kann nicht mehr hochswipen. Gleich kommen wir an der Palme vorbei, wo ich das Foto gemacht habe, wie ich so auf die Palme geklettert bin. Leute, es sah vielleicht entspannt aus. Ich hatte so Schmerzen. Mein ganzer Bauch war alles voll rot und auf, ne? Vermietet ihr euer Ferienhaus in Spanien? Haben wir auch schon mal beantwortet, ne? Ja, nee, wir vermieten das nicht. Nö, da kann man auch einfach mal ganz schnell antworten. Bekommen Emmy und Leo schon Taschengeld? Geil! Nein, natürlich nicht. Also aber so ganz... Oh, guck mal, der blaue Fisch da. Wo? Guck mal, wie blau der... Sieht man den? Raffi, film den! Zoom den mal ran. Boah, ist der krass. Hier, guck mal, der Kollege hier. Sieht man irgendwas? Ja. Boah, daneben, rechts daneben ist auch noch einer mit einer gelben Flosse, ne? Boah, guck mal, der. Nein, jetzt ist er weg. Der sah krass aus, der sah ne? aus wie von Findet Nemo. Boah, da gab es auch so Dori. Tolle Fische. Das war Dori. Da sind ganz viele da hinten auch. Echt? Ich hab Dori gesehen. Komm, wir müssen weitergehen, Bianca. Ja, ich weiß. Ey, lass mal da hinschwimmen auf die Plattform. Meinst du, da darf man hinschwimmen? Warte, ich guck mal, ob mein Ton noch aufnimmt. Ja, nimmt noch auf. Oh nein, jetzt bin ich glücklich. Also, um auf die Frage zurückzukommen, Emmy und Leo bekommen kein Taschengeld, aber die beiden haben schon beide eine Spardose. Genau. Und wenn die einen Cent finden oder so auf der Straße, dann sagen die sofort, dass sie das in die Spardose packen möchten. Ja, das war... Das finde ich irgendwie echt cool, muss ich sagen. Das finde ich auch voll süß. Wir waren auch letztens in der Stadt unterwegs und da war ich in so einer, in so einem Drogeriegeschäft und dann kam auch der Mann. Ach krass, guck mal, das ist auf jeden Fall ein aufregendes Video hier, einmal um so eine Insel zu gehen. Geil. Uhuhu. Jetzt lernen wir die Toilette über uns. Geil. Ne, die haben gar keine Toilette, oder?
Oh. Auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Ach so, und dann sind die, dann ist der Verkäufer gekommen und hat Leo und Emmy 1,50 Euro geschenkt, damit die sich ein Eis kaufen können. Das fand ich so süß, hat der Leo auch sofort gesagt, dass er das in seine Spardose packen möchte, ne? Krass. Ja, das ist echt, echt süß. In der Spardose von Leo sind auch schon gute 2 Euro, möchte ich behaupten. Ja, bestimmt. Aber ich finde es halt so cool, dann finden die irgendwie so einen Cent oder so und dann merken die halt auch, dass man das irgendwie sparen kann und zurücklegen kann. Ja. Klar, sehr, sehr früh, aber besser früh als nie. Genauso geht der Spruch nicht, ne? Guck mal, ich glaube, jetzt kann ich meine Haare wieder aufmachen. Oder kommen wir doch gleich indirekt an Raffis Wasservilla vorbei, oder? Bis dahin beantworte ich kurz noch eine Frage, die an mich gerichtet ist. Mhm. Und zwar, bist du mit deiner Krankheit weitergekommen, Julian? Oh ja, stimmt. Viele haben es bestimmt mitbekommen, viele auch nicht. Ich hatte ja mit meiner Speiseröhre was. Und ja, ich bin auf jeden Fall weitergekommen. Ich habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt und werde euch da auf jeden Fall auch weiter darüber berichten, sobald ich irgendwie neue Erkenntnisse habe. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe das gemacht und dadurch ist das passiert, weil ich mir noch nicht sicher bin. Aber ich hatte jetzt seit 1,5 Monaten nichts und das ist wirklich, glaube ich, so noch nie vorgekommen. Und hier sind wir an der Palme angekommen. Ja, das ist die Palme. Ich werde jetzt nicht... Komm, kletter mal hoch. Nee, genau da liegt eine Frau. Aber auf keinen Fall schaut mal auf Bibis Instagram vorbei. Sie ist bis hier oben geklettert. Und dann haben wir von der Seite ein sehr, sehr geiles Bild gemacht. Sehr, sehr geil. Ja. So, guck mal, wenn ich hier hochswipe, irgendwie ist Onkel Raffis Dings hier kaputt. Glaube ich ja jetzt nicht. Was ist eure größte gemeinsame Stärke? Das musst du jetzt sagen. Unsere größte gemeinsame Stärke? Aha. Ich glaube, dass, wenn es drauf ankommt, dass wir immer ein Team sind. Das stimmt. Ich glaube auch, dass wir nie aufgeben. Ja, das stimmt. Das sind so Leute, die dann irgendwie... Egal, ob 4 Uhr nachts und am nächsten Morgen um 4.30 Uhr, in 30 Minuten geht es schon wieder los oder so. Und egal, ich glaube, was wir machen, wird durchgezogen. So als Paar ist eine unserer größten Stärken auch, dass wir echt auch gerne für den anderen mal was machen, was uns selbst vielleicht nicht so gut gefällt oder so. Weil ich kenne so viele Paare, die sagen, Hünne, der geht zum Fußball, habe ich ja gar keinen Bock. Boah, guck mal da. Oh. Oh, das Wasserflugzeug Boah, krass, ist mittlerweile gelandet. Boah, hier geht es echt ab. Ja, und wir teilen schon alles so ein bisschen miteinander, würde ich sagen, ne? Das stimmt. Auch unser... Bett, ja. Alles klar. Gib mir mal einen Kuss. Warte, ich muss die Fragen gucken, weil es ist ja hier so ein... wollen ja wissen, wie lange wir brauchen. Ach so, ja. Was hättest du gemacht, wenn Bibi den Antrag abgelehnt hätte? Boah, ich glaube, wenn er da nicht zu 100% sicher gewesen wäre, dass ich ja sage, hätte er mir gar keinen Antrag gemacht. Ja, oder? Also ich glaube, hättest du meinen Antrag da abgelehnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay, du warst schwanger zu dem Zeitpunkt. Ja. Oh, ist hingefallen. Oh nein. Oh nein, alles gut. Hat dir wehgetan? Oh nein, das war voll der krasse Stein. Oh nein, Onkel Raffi hat sich hart verletzt. Ist wirklich alles gut, schaut Raffi? Mal, worüber er gestolpert ist. Über diese Muschel hier ist er gestolpert. Das ist ja schon fast wieder schön. Boah, krass, die sieht echt voll schön aus. Ich habe die Frage vergessen. Ach so, ja, wäre natürlich irgendwie schon eine ganz schlimme Situation gewesen, weil ich dann gewusst hätte, okay, wir sind jetzt 10, 11 Jahre zusammen. Irgendwas scheint hier gerade nicht so gut zu funktionieren, wenn du jetzt Nein sagst. Aber ja, aber ich habe schon relativ viele Andeutungen im Vorfeld gemacht. Richtig. Boah, guck mal, wie geil, die haben hier so eine Liege überdacht. Sieht auch sehr, sehr schön Boah, aus. Boah, richtig schön ist okay, das. Okay, die nächste Frage ist sehr interessant. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Was wäre passiert, wenn ich dir nach 3 Monaten nach unserer Beziehung damals, also mit 15, ja, war ich mittlerweile 16, dir einen Heiratsantrag gemacht hätte? Hättest du ja gesagt? Boah, das finde ich krass. Guck mal, also die Aufnahme noch läuft. Warte. Ja. Ja. Ich glaube, in dieser Anfangszeit ist man so euphorisiert, dass man einfach, also ich hätte, glaube ich, einfach ja gesagt in dem Moment. Bin mir relativ sicher. Du hättest ja gesagt? Ja, ich weiß natürlich nicht, ob das so schlau gewesen wäre, nicht? Guck mal, ich wollte dich echt nicht unterbrechen, aber ich habe gerade 3 Sekunden auf dem Boden gesucht und zieht euch rein, weil ich hier Muscheln gefunden habe. Das ist echt einfach nur ein Traum hier. Kann man die sehen? Ja. Wirklich die sind sehr fast schön. So schade irgendwie hier links, aber die darf man, glaube ich, gar nicht mitnehmen, ne? Meine ich. Wir haben auf jeden Fall ein paar Leute geschrieben, wir sollen ganz gut aufpassen, wenn wir was mit nach Hause nehmen. Ich weiß, letztes Mal haben wir Muscheln mitgenommen, weil ich gar nichts davon wusste. Aber vielleicht hätte ich das jetzt auch lieber nicht sagen sollen, nicht wahr? So, jetzt kommen wir auf jeden Fall gleich zu dem Steg, wo die ganzen Wasservillen sind. Und da ist auch Raffis Häuschen, ne? Da wohnt Onkel Raffi, ja. Boah, ich muss jetzt echt mal gucken hier. Ich muss auf mehr lesen drücken. Ich muss einmal das Handy rausziehen, Moment. Ich glaube, so 3 Viertel der Insel müssten durch sein, oder?
drei Viertel der Insel müssten so durch sein. Super lange brauchen wir nicht mehr, ne? Komm, jetzt hauen wir ein bisschen durch. Guck hier. Guck mal da, rote Fahne. Jetzt seht ihr mal, dann gehen wir doch gleich mal ins Wasser. Was essen unsere Kinder am liebsten, liebe Bianca? Was die essen am liebsten? Also hier im Urlaub essen die auf jeden Fall am allerliebsten Avocado. Die lieben natürlich aber ja auch Pizza, Pommes und sowas. Aber der Leo und die Emmy, die lieben es auch, wenn man den irgendwie so Gemüse püriert, so als Suppe. Ja, boah, die das lieben nennen wir dann Monstersuppe. Suppen. Genau, ich sag dann immer Monstersuppe oder Monstersoße und dann kann ich ganz viel Gemüse abkochen und das pürieren. dann wird das akzeptiert. Das zu essen. Aber generell essen die beiden gerne auch Nudeln und Obst. Okay, ich habe gesagt, wir müssen schnell beantworten, okay. Bianca. Nächste Frage. In welche deutsche Stadt würdest du gerne mal reisen? Ui. Boah, würde mir gerade gar nichts einfallen. Ich würde ganz, ganz dolle gerne mal nach Sylt. Boah, jetzt geht's ab hier mit dem Wind. Sylt? Ja. Ist das eine Stadt? Und Lübeck soll, glaube ich, mega schön sein. Ja, okay, du haust jetzt random irgendwelche Städtenamen raus. Nein, ich schwör's dir. Schreib mal in die Kommentare. Weil ich glaube, so am Tegernsee oder keine Ahnung was. Das ist auch so schön. Da waren auch so, wir auch so nice schon mal, Orte, ne? Ja. Wo man irgendwie gerne nochmal hin möchte oder... Über welches Thema könntest du jetzt einfach so eine Präsentation halten, ohne eine Sekunde vorbereitet darauf zu sein? Also jetzt. Über Kinder? Über Kinder? Über Kleinkinder? Ja, ja. Kinder? Oder Cocktails mixen? Echt jetzt? ja, komm, geile Kombi, Kinder und Cocktails. Kommt drauf an, ja, weil wir gerade an der Bar langlaufen, muss ich irgendwie dran denken. Klar. Sollen wir vielleicht hier lang gehen? Oh ja, klar, damit gerne. Wir nicht so hier die... Die ganzen oder sollen wir da jetzt lang gehen? Mir ist egal, aber da sind wir dann im Wasser komplett, ne? Oh, ja, ich weiß es nicht. Wo wir sollen wir lang gehen? Wir gehen jetzt mal hier lang. Komm, gehen wir hier lang. Ja, okay. Du, Julian. Was wär's bei mir? Auf jeden Fall, ja, Kinder sowieso. Aber der Raffi, der gibt hier echt alles. Oh, schnelle Runde Tischtennis. Ist das dein Ernst? Nee, komm, dann dauert das Video dann dauert zu lange. Immobilien, Investitionen so in die Richtung, Social Media natürlich. Sollen wir da lang gehen? Ja, okay, das stimmt. Obwohl, nee, komm, dann stören wir alle Leute, die da gerade... Au! Dann ist doch jetzt... Ja, komm, gehen wir einmal schnell drüber. Ihr sollt ja auch was von der Insel kennenlernen hier. Guck mal, hier sind sogar Treppen. Richtig. Jetzt sind wir an dem nächsten Spot. Es gibt noch ein weiteres Restaurant, das ist da, wo die Wasserwellen sind, auf dem Steg. Das ist auch richtig schön. Und hier, ja, leider auch wieder wegen dem Wind alles zugefahren, aber hier kann man auch Mittagessen und Abendessen... Mach mal Hand auf, Bibi. Ist da ein Krebs drin? Mach mal Hand auf. Ist da ein Krebs drin? Ja, aber guck, dass der nicht runterfällt, ne? Der traut sich eh nicht rausgezogen. Der hat jetzt gar keinen Bock, der Bruder. Aber du kannst hin. Oh, da ist er, da ist er, da ist er! Da wird der Leo sich jetzt freuen, der liebt Krebse. Okay. Setz ihn in den Sand. Kollege. Geil. Ui. So, okay. Wieso machst du nie Livestreams auf Instagram, Bibi? Komm schnell durch hier, wirklich, ist mir unangenehm. Also, warum ich nie Livestreams auf Instagram mache, haben wir echt erst sehr, sehr selten gemacht. Hier sind wir übrigens am Gemeinschaftspool, falls jemand ist. Sehr, sehr geil, der Pool. Sehr, sehr geil. Ja, ich würde sagen, das machen wir nie, weil wir fast nie Ruhe dazu haben und wir natürlich nicht wollen, dass die und Emmy dann genau. Rennen, ne? Und boah, ich habe so Hunger. Können wir hier gleich was zum Mittag essen? Ja, okay, wenn wir das jetzt auch noch machen, dann dauert das Video 2 Stunden. Nein, natürlich nicht jetzt. Ja, das stimmt schon. Ich würde sagen, hauptsächlich wegen den Kindern und weil man irgendwie nie so ganz die Ruhe dazu findet. Ja. Boah, wir Seid sind ihr fast in diesem Urlaub? Durch. Entschuldigung, was? Wir sind fast durch. Seid ihr in diesem Urlaub mehr im Pool oder mehr im Meer? Boah, also vom Wasser her sind wir, glaube ich, mehr im Pool. Okay, aber der Pool ist ja direkt am Meer. Ich würde auch sagen, mehr im Pool. Was ist der krasseste... Nee, was hat sie geschrieben? Was ist krasser, der Temperaturunterschied von Köln-Malediven oder Malediven-Köln? Hä? Beides gleich. Nein, nein, so was sich krasser anfühlt, meint sie, glaube ich. Ach so, ich glaube, wenn man von heiß ins Kalte kommt. Ja, glaube ich auch. Ja, ganz klar. Boah, wir sind sogar einmal krank geworden. Wir sind einmal von Thailand nach Bayern geflogen und das waren 50 Grad Unterschied. Ich glaube, jetzt halt zu Winter Köln dann, 30 ne? Grad. Ja. Ne? Oh, hier sind wir schon. Ja, wir sind durch. Leute, hier sind wir. Woo! Wir sind einmal um die Insel gelaufen. Oh, Bianca, das Video endet, wenn wir einmal um die Insel gelaufen sind. Okay. Leute, das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für uns geht es jetzt bald wieder zurück nach Deutschland. Wie lang sagen, ist die Szene? Geil, ich hätte gedacht, wir brauchen länger. Ja, dann hätten wir, wenn wir gerannt wären, 10 Minuten gebraucht, oder? Raffi, vielen, vielen Dank, dass du gefilmt hast für deinen Einsatz. Wir laden dich jetzt auf einen Gin Tonic ein. Oder an Pina Colada. Tschüss. Ciao. Achso, alles klar. Dann machen wir bis dann, nicht wahr?